Es war der 4. August 1897. Amerika befand sich in jener Epoche, die man noch heute gern die lustigen 90er Jahre nennt. Es war die Zeit des Buffalo Bill, des Humoristen Mark Twain. Und Fitzsimmons hatte soeben Corbett K.O. geschlagen. Im Übrigen war es die Zeit, in der die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer wurden. Kurz, es war eine Zeit, in der Geld verdienen als das erstrebenswerteste Ziel des Daseins galt und alle Welt Angst hatte, einmal ohne Geld sein zu müssen. Kein Wunder also, dass ganz Amerika verrückt wurde, als im hohen Norden Alaskas zentnerweise Gold aus dem Grund eines unscheinbaren Baches gewaschen wurde, aus dem Grund des Klondike. Zugleich aber der Erreger einer Krankheit, die unter dem Namen Klondike-Fieber bekannt werden sollte. Elam Harnisch kam mit dem Virus zum ersten Mal an diesem Morgen in Berührung. Der Anlass seiner Reise war, ein alter Mann war vom Klondike-Fieber befallen worden und hatte sich in den Kopf gesetzt, nach Alaska zu ziehen. Mit 70. Seine Familie hatte ein ärztliches Gutachten anfertigen lassen und O'Hara, Bellamy und Harnisch, Anwaltsfirma in San Francisco, beauftragt, das Entmündigungsverfahren einzuleiten, um den alten Mann in die staatliche Irrenanstalt stecken zu können. Die lästige Aufgabe, die Angelegenheit mit der Familie zu besprechen und bei dieser Gelegenheit zugleich einen Blick auf den Alten zu werfen, war Elam Harnisch, dem jüngsten Teilhaber von O'Hara, Bellamy und Harnisch, zugefallen. Wo geht's denn hin? Wie komme ich nach Old Alman? Nehmen Sie die Postkutsche, da drüben, neben dem Stationsgebäude. Sie können sie gar nicht verfehlen, wir haben ja einen. Guten Tag. Geht's mit Ihnen nach Old Alman? $1,60. Biester tun ja nichts. Die sind noch so jung, die stinken nicht mal. Kein Passagier mehr heute. Abgesehen davon, dass er seinen $1,60 kassierte, sprach er während der ganzen Zeit kein Wort mit seinem Passagier. Erst als sie unterwegs waren, begann er aufzutauen. Da unten, da haben wir beide, Bill Pink und ich, mit dem Lasso Grizzlybären gefangen. Da gab es allerdings nur hier und da ein paar Felder. Alles andere war dichter Wald bis zum Horizont. Da drüben rechts war die Goldwäscherei von Frank Hall. Yeah. Bei dem haben wir uns mit Frachtfahrten und Minenarbeiten erstmal so viel verdient, dass wir auf eigenen Beinen stehen konnten, Bill und ich. Der Claim, den wir uns dann ein Jahr später abgesteckt haben, lag 30 Meilen weiter südlich im Sonoma-Tal. Sie haben den kalifornischen Gold Rush mitgemacht? Und ob ich das habe. 1849, wie der Rummel mit dem Gold hier losging, da waren wir am Michigan. Ist fast 50 Jahre her. Eine ganz schön lange Zeit. Damals war ich 24 und wir sind quer über die Prärie gezogen. Ein halbes Jahr waren wir unterwegs. Ein paar Mal waren Indianer hinter uns her, aber uns beide hat nichts aufhalten können. Wir hatten ja das Kalifornienfieber. Hier, los, los, nicht einschlafen, Kinder. Was meinen Sie, was ich aus dem kalifornischen Boden rausgeholt habe? 100.000? 200.000? Viel mehr. Ich allein habe mit meinen eigenen Händen gut und gern eine 250.000 aus den Graswurzeln geschüttelt. Alles hier hat mal mir gehört. Die ganze Gegend bis zum Horizont. Da gab's keinen Baum, keinen Strauch und kein Krümelchen Erde, das nicht Eigentum von John Carwater gewesen wäre. Können Sie mir glauben, junger Mann? Aber bei der Wirtschaftsdepression bin ich dann alles wieder losgeworden. Verspekuliert. Er konnte kaum noch daran zweifeln. Das war der alte Mann, den er ins Irrenhaus bringen sollte. Wollen wir wetten, dass ich die 300.000, die ich brauche, um alles zurückzukaufen, am Klondike wieder aus den Graswurzeln schüttle? So,
wären wir. Bleib stehen. Ja, jetzt wissen wir beide, woran wir miteinander sind. Ja, mein Schwiegersohn hat mir gesagt, wen ich abhole. Aber der ist nicht die treibende Kraft bei der Sache. Meine Tochter ist es. Da, da sind die beiden. Wie groß ist die Farm? 10 magere Morgen. Und wem gehört sie? Ihrem Schwiegersohn? Ja, das möchte er nicht gern, dass ich ihm drüber schreibe. Nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Gehen Sie schon ins Haus. Ich muss noch ausspannen. Die Toppings zahlen Ihnen sowieso Ihr Honorar, nicht ich. Sollten Sie überhaupt zahlen. Tag. Tag, kommen Sie doch mal rein. Das ist mein Mann, Harrison. Bitte kommen Sie. Sie müssen entschuldigen. Bei uns sieht's heute nicht sehr ordentlich aus. Ziemliches Durcheinander. Ich habe mir vorhin die Hand am Herd verbrannt und das Baby hat sich den Magen verdorben. Das liegt nur an deiner verwässerten Milch. Nehmen Sie doch bitte Platz und warten Sie. So, hier sind die Urkunden von meinem Vater. Die brauchen Sie sicher. Der Trauschein, die Geburtsurkunde, die Farmpapiere. Und das haben Sie ja schon, was Doc Harrison über seine Zurechnungsfähigkeit geschrieben hat. Das habe ich Ihnen ja schon geschickt. Also wirklich entmündigen lassen wollen wir ihn ja nicht. Wir dachten nur, man muss ihm ein bisschen Schreck einjagen. Kann ja sein, dass er dann wieder zur Vernunft kommt. Ich dachte, es genügt... Ach, red doch keinen Blödsinn. Der wird doch nie vernünftig. Wie kann man von einem alten Mann Vernunft erwarten, der seinen ganzen Besitz verspekuliert hat? Wissen Sie, der Alte lässt sich doch von jedem reinlegen. Da gehört nicht viel dazu. Ich weiß noch genau, wie er damals nach Patagonien wollte. Da hatte ihn das Patagonienfieber gepackt. Wenn der was von Gold hört, dann hakt's bei ihm aus. Dann krabbelt's bei dem im Gehirn. Praktisch lebten die Toppings von Tarwaters Farm, während er selbst seinen Lebensunterhalt mit seiner Kutsche und seinen beiden alten Pferden bestritt. Und in den 10 Jahren, in denen er die Post der Vereinigten Staaten zwischen Santa Rosa und Almaden beförderte, hatte er ob Regen oder Sonnenschein nie eine Fahrt versäumt. Ebenso wenig hatte er es je unterlassen, allwöchentlich die Bezahlung für seine Verköstigung in N. Toppings Hand zu legen. Er kümmert sich um nichts, fährt immer bloß hin und her zwischen Almaden und Santa Rosa. Und unser Eins? Unser Eins kommt nicht mal dazu, die Nase vor die Tür zu stecken vor lauter Arbeit. Schimpf doch nicht dauernd über deinen Vater. Ach, wenn er nur nicht so narr wäre. Hier ist niemand zu Hause. Ach, du, bloß nicht so, als ob du jemals anklopfen würdest. Ich klopfe an, weil ihr euch Besuch eingeladen habt. Deine Mutter hat sich immer große Mühe mit dir gegeben, Kind. Sie kann wirklich nichts dafür, wenn du deinem Gast noch nicht mal eine Tasse Kaffee anbietest. Danke sehr. Kann ja sein, dass ich im Kopf nicht ganz richtig bin. Aber für ein paar Manieren reicht's immer noch. Hier, Zucker und Milch. Also, wenn man ihn so reden hört, ich muss Sie um Entschuldigung bitten. Er hat natürlich recht, aber ich bin heute wirklich ganz durcheinander. Versuch nicht auf mir rumzuhacken. Die Zeit ist vorbei, wo du einfach durchbrennen konntest. Aber Annie, bis jetzt ist er noch niemals durchgebrannt. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre er nach Patagonien. Oder willst du das selber bestreiten? Was redest du heute noch von Patagonien? Das war vor 20 Jahren, mein Kind. Hören Sie sich das bloß an. Heute ist der Klondike dran. Und ich wette, dass ich nach diesem Klondike gehen und genug Gold sammeln könnte, um jeden Quadratmeter Tarwater-Boden zurückkaufen zu können. Milch? Nein, danke. Danke. Zucker? Danke. Ach was, du bist nichts weiter als ein verdammter Narr. Wenn du den gesamten Besitz zurückkaufen willst, wirst du mindestens 300.000 brauchen, Vater. Aber das reicht vielleicht noch nicht mal. Na, dann werde ich im Klondike eben noch mehr aus dem Boden kratzen, wenn ich nur erst dort wäre. Ja, wenn du da einfach zu Fuß hinspazieren könntest, wärst du bestimmt schon unterwegs. Seereisen kosten aber Geld. Ja, ja, früher war ich mal ein sehr reicher Mann. Jetzt nicht mehr. Die Zeiten, wo du mit Bill Pink bei Cage Slav Bären gefangen hast, sind inzwischen vorbei, Vater. Ach, wer redet denn vom Bären? Na, was steht denn hier? Lies doch mal selbst. Nur die Jungen und Starken können den Klondike überleben. Und selbst die sind haufenweise umgekommen. Hier kannst du es ja schwarz auf weiß nachlesen. Und sieh dir doch nur diese Bilder an. Du bist 40 Jahre älter als die Ältesten von denen, mindestens. Wenn dabei schon die Jüngeren schlapp machen, denkst du, dann wirst du das noch schaffen? Mach dich doch nicht lächerlich. Hier, sehen Sie. Die Fotografien von den Goldklumpen, die Sie mitgebracht haben. Ich kenne Gold. Und das ist welches. Naja, aber ich bin ja verrückt.
Da kann ich dir und Harris ja ebenso gut gleich die Farm übertragen, wenn ich zu nichts mehr tauge und wenn wir schon einen Anwalt im Haus haben. Vielleicht machen sie gleich den ganzen Schreibkram. Ich leg mich inzwischen ein Stündchen aufs Ohr. Haben Sie es gehört? Er will uns die Farm freiwillig übertragen, freiwillig. Ja. Jahre und Jahre liegt Annie ihm in den Ohren und jetzt auf einmal sagt er ja. Hör doch endlich auf. Geht das zu machen? Ich meine, dass Sie ihn nachher, wenn er wieder hier ist, sofort unterschreiben lassen? Ja, selbstverständlich geht das, nur müssten Sie dann Ihren Antrag auf Entmündigung fallen lassen, sonst hat nämlich die Überschreibung keine Rechtsgültigkeit. Ja, machen Sie alles fertig. Unaufgefordert hatte der alte Mann die 10 Morgen der Farm, einschließlich Haus, Scheuer, Wirtschaftsgebäude und Wasserrechte, auf Schwiegersohn und Tochter überschrieben. Keiner sprach mehr von Entmündigung. Er besaß jetzt nichts mehr außer dem Gespann und dem Wagen. Strandgut besserer Zeiten. Was hast du denn da in dem Paket? Meinen schwarzen Anzug, mein Kind. Sag mal, Vater, wozu brauchst du denn deinen schwarzen Anzug, wenn du Herrn Harnisch nur zur Bahn fährst? Ich brauche ihn eben. Aber es ist dein einziger guter Anzug. Ja, er ist noch ganz gut. Sag mal, Vater, soll ich deinen Anzug nicht lieber mit reinnehmen und wieder in den Schrank hängen? Ich würde ihm ja gerne beim Anschirren helfen, aber lässt mich ja nicht. Also, alles Gute, Herr Tarbot. Wird schon werden. Lassen Sie sich noch einen guten Rat geben, junger Mann. Seien Sie vorsichtig in der Auswahl Ihrer Töchter. Schaffen Sie sich bloß keine an, die Sie Ihren guten Anzug nicht tragen lassen will, weil sie ihn im Sarg bei ihrem eigenen Begräbnis, hey, tragen sollen. Hier. Er hatte seinen Großvater Isaak kaum noch in Erinnerung. Aber nach allem, was er über ihn gehört hatte, musste er von der Art dieses alten Mannes gewesen sein. Und merken Sie sich noch was. Solange einer nichts kostet und solange einer nichts besitzt, wird doch keiner auf den Gedanken kommen, solche Rechtsverdreher wie Sie zu holen, um einen in die Irrenanstalt abzuschieben. Yeah. Beide gehörten zu der eisernen, abgehärteten Generation, die in den 50er Jahren mit ihrem Planwagen über die Prärie gezogen war. Aber die Menschen sind das Resultat ihrer Umgebung. Elam Harnisch brauchte kein Ochsengespann, um nach San Francisco zurückzukommen. Die einzige Anstrengung, die er zu vollbringen hatte, war die, eine Fahrkarte zu kaufen und in den Zug zu steigen. Er feuerte seine armen alten Gäule an, als seien wie damals 1849 die Indianer hinter ihm her. Aber was Elam Harnisch vor allem auffiel, der Alte war nicht südwärts auf die Straße nach Canterville eingebogen, was er hätte tun müssen, wenn er nach Hause gewollt hätte, sondern er hielt sich an der Bahnstrecke entlang, ostwärts. Und plötzlich kam ihm der Verdacht, dass der alte Tarwater während der ganzen Zeit nie einen anderen Gedanken gehabt hatte, als den zum Klondike auszurücken.
Was aber um Himmels Willen wollte er in Alaska mit seinem schwarzen Anzug? Die Zeitungen waren voll von den Ereignissen. Sie sprachen von Klondizitis und sie hatten recht. Ein Buchdrucker, der von der neuen Geisteskrankheit befallen wurde, nahm sich das Leben, als er das Geld für die Reise nach Alaska nicht zusammenbringen konnte. Polizisten verließen ihre Posten, Kaufleute ihre Ladentische, Ärzte ihre Patienten und Prediger ihre Gemeinden. Es war auffallend, wie viele Menschen sich auf den Straßen herumtrieben. Die ganze Stadt schien von einer seltsamen Unruhe ergriffen zu sein. Als warte sie auf neue Nachrichten von einem Kriegsschauplatz, auf dem das Geschick Amerikas entschieden wurde. Männer, die gestern Freunde Narren genannt hatten, weil sie alles stehen und liegen ließen und zum Klondike fuhren, ertappten sich heute dabei, dass sie das eigene Geschäft abschlossen. Überall in der Stadt konnte man seltsamen Aufzügen von Schafen, Ochsen, Hunden und Pferden begegnen, als Trag- und Zugtiere für den Klondike bestimmt oder als Lebensmittel. Und Männern mit Goldgräberausrüstungen, die sich auf dem Weg zu den Docks befanden, in der Hoffnung, eine Schiffspassage zu erwischen. Die Tickets kosteten bereits das Fünffache ihrer Preise. Und die Leute kratzten ihre letzten Cents zusammen, um beim großen Run nach Alaska dabei zu sein. Aber mehr noch als alles, was Elam Harnisch sah und hörte, beschäftigte ihn ein Zeitungsartikel, der den Titel trug: Der Katechismus eines Goldgräbers. Bist du so stark, dass du am Tag 50 Kilometer mit 50 Pfund Gepäck auf dem Rücken zurücklegen kannst, hieß es darin. Bist du bereit, irgendwo und irgendwie zu schlafen, dir dein Essen selbst zu kochen, deine Kleider selbst zu flicken und zu waschen? Kannst du Boote bauen, Hitze und Kälte aushalten, Hunger und Durst und monatelang wie ein Galeerensklave schuften, ohne den Mut zu verlieren? Falls das alles auf dich zutrifft, so darfst du hoffen, den Klondike zu erreichen. Obgleich auch das nicht gewiss ist. Dann hat er bei einem Trödler in Cage Slough den schwarzen Anzug für $2,50 verkauft. Und für $4 den Ehering von meiner armen Mutter. Das Gespann hat er dann auch losgeschlagen für $75. Das war auch in Cage Slough. Dann hat sich Vater von Bill Pink den Dollar zurückgeben lassen. Das tut mir außerordentlich leid, Frau Topping. Dafür ist O'Hara Bellamy und Harnisch nicht zuständig. Können Sie uns vielleicht einen Rat geben, was wir machen sollen? Ich bin fest davon überzeugt, dass Ihr Vater den Absprung gefunden hat. Ihr Vater ist ganz und gar im Besitz seiner geistigen Kräfte. Dann hat er sich eine Fahrkarte gekauft und hat den Nachtzug genommen nach San Francisco. Er kann tun und lassen, was er will. Sie müssen mich jetzt entschuldigen. Ich habe einen wichtigen Gerichtstermin. Herr O'Hara, der unsere Geschäfte führt, wird in wenigen Augenblicken zurück sein, falls Sie noch irgendwelche Fragen haben. Auf Wiedersehen. Warten Sie auf mich? Herr Harnisch hat gesagt, wir sollen auf Sie warten, Herr O'Hara. Ja. Später landete Elam Harnisch an der Küste von Daya, mitten in dem großen Narrenhaufen, dem Beginn des Landweges über den Chilkoot-Pass zum Klondike. Er hatte lediglich vor, sich den Klondike-Rummel einmal aus der Nähe anzusehen, am Chilkoot-Pass umzukehren und dann an seinen Schreibtisch zurückzukehren.
Wenn er auch noch blutig frisch in seinem Alaska-Abenteuer war, so wusste er doch, dass es dabei sehr auf das Lastenschleppen ankam. Ob dieser Chilkoot-Indianer sein Geschäft gut oder schlecht besorgte, konnte er nicht beurteilen. Er selbst besaß ja keine Vergleichsmöglichkeiten, da er sich noch nie mit Lastenschleppen abgegeben hatte. Sollen wir helfen? Ist das Ding geladen? Wollen Sie es probieren? Ich glaub's Ihnen. Na los, worauf warten Sie noch? Drücken Sie ab. Tun Sie das, was man mit einem geladenen Gewehr tut? Ich werde Ihnen mal was sagen. Sie sehen nicht so aus, als wären Sie auf den Kopf gefallen. Machen Sie also keine Geschichten. Sie verschlechtern nur Ihre Lage. Wir haben Sie beim Diebstahl von Proviant erwischt. Zwei Zeugen. Aha. Jetzt kapiere ich. Na ja, da haben Sie ja noch mal Glück gehabt. Wenn Sie nicht rechtzeitig gekommen wären, dann wäre ich mit dem Sack da weg gewesen. Was planen Sie, was das Ding wiegt? Das wiegt 100 Pfund. Er weiß es, weil er zufällig der Besitzer ist. Schön. Aha. Sie beide haben also gesehen, dass ich den Sack da weggeschleppt habe. Nein, aber Sie wollten ihn wegschleppen. Dick, du hast es da auch gesehen. Ja, habe ich. Und das halten Sie für einen Beweis? Bloß, weil ich den Sack hochheben wollte? Ja, weswegen wollten Sie ihn denn sonst hochheben? Na? Ich werde Ihnen mal was sagen. Sie glauben, mit Ihrem Gewehr in mein Privatleben eindringen zu können. Ach wo, in diesem Land kann jeder tun und lassen, was er will, ausgenommen ein paar Dinge. Das werden Sie ja wohl kapieren. Aber ich meine wirklich, dass Sie einen vernünftigen Eindruck machen. Tu die Flinte weg. Kommen Sie einfach freiwillig mit uns mit. Wir haben hier bei uns einen Rechtsausschuss. Sollen die sich darüber den Kopf zerbrechen? Na los. Gut. Sind ja nur ein paar Schritte. Nein, da lang. Das? Kommen Sie. Die Angelegenheit begann, etwas Gespenstisches zu bekommen. Das können Sie mit mir nicht machen. Was ist eigentlich hier los, Mann? Das sind eine verdammte Rasselbande, diese Bengels hier. Die haben sich hier oben ihr eigenes Gesetz zurechtgeschustert. Na, und besonders scharf sind die auf Proviantdiebe. Was haben Sie denn angestellt? Sie haben da draußen den Pfahl gesehen, hm? Proviantdiebstahl. Doch, doch, Sie haben mich richtig verstanden. Woher kommen Sie denn? San Francisco. San Francisco. Und seit wann sind Sie hinterher? Seit zwei Stunden. Seit zwei Stunden. Und weswegen sind Sie hier? Proviantdiebstahl. Nicht mal, wenn Sie eine Million haben, kriegen Sie an der Strecke zum Chilkoot eine Handvoll Mehl oder Bohnen. Und ich habe keine Million in der Tasche. Hab nur 1000 Dollar. Sie wollen mir doch nicht wirklich einreden, dass hier auf Diebstahl die Todesstrafe steht. Wir sind hier auf amerikanischem Boden. Hier gelten die amerikanischen Gesetze. Gelten mögen sie schon, aber es ist eben keiner da, der dafür sorgt, dass diese Gesetze angewendet werden. Hier gibt's nur die hausgemachte Gerechtigkeit der Rasselbande. Und wenn Sie den Mann da draußen gesehen haben, wissen Sie, was die unter Gerechtigkeit verstehen. Sie wollen damit sagen, dass der Mann da draußen an dem Pfahl wirklich nur etwas gestohlen hat? 30 Kilo Trockenfleisch, 14 Kilo gesalzenen Speck. Außerdem zwei Dutzend Konserven verschiedener Art. Und dann noch ein paar Kleinigkeiten, was man so braucht. Wissen Sie, Kekse, Limonadensaft, Salz, Mehl, Zucker, Lampenzylinder, Petroleum und so weiter. Er ist in ein Vorratslager eingebrochen auf dem Weg zum Chilkoot. Er hat gesagt, dass er Lehrer gewesen ist in Minnesota. Denken Sie, dass der Mann zu Hause jemals auf die Idee gekommen wäre, in ein Vorratslager einzubrechen? Sie haben ihn an den Pfahl gebunden und während er sie um Gnade angebettelt hat, haben sie ihn mit Kugeln durchsiebt. Soll jetzt da draußen so lange am Pfahl als lehrreiches Beispiel ihrer beschissenen Schnelljustiz hängen bleiben, bis er stinkt? Was
Der Ort war zu einer einzigen Schaubude geworden. Die Leute gaben ihr Geld für die albernsten Nichtigkeiten aus. Sie schienen das Gold, das sie erst finden mussten, bereits in der Tasche zu haben. Schwören Sie, dass alles, was Sie hier vor Gericht erklären... Hey, nehmen Sie den Hut ab. Schwören Sie, dass alles, was Sie hier vor Gericht erklären, die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts, als die Wahrheit ist, so wahr Ihnen Gott helfen möge. Ich schwöre. Welche Tätigkeit üben Sie aus? Ich suche Goldtaschen. Du suchst Goldtaschen? Mensch, du spinnst doch. Da wirst du lange suchen können, wenn du nicht vorher verhungert bist. Goldtaschen suchen war eine besondere Art der Goldgräberei, an die nur wenige glaubten. Ich weiß auch, was die Würde des Gerichts ist, aber da will ich ganz bescheiden sagen, wenn der Kram hier vorbei ist, hau ich jedem, der sich was gegen mich rausnimmt, in die Fresse. Verstanden? Jetzt mal Ruhe hier im Laden. Also Goldtaschensucher sind Sie. Und wo wollen Sie da suchen? Jetzt will ich Ihnen mal was nebenbei sagen, damit Sie Bescheid wissen. Andy Williams, wenn Sie und Ihre verdammten Holzköpfe nicht daran glauben wollen, dass es Goldtaschen gibt, dann ist das eure Sache, verdammt nochmal. Aber wenn ihr mich hier dauernd so dämlich angrinst, dann ist das meine Sache. Und wenn ihr so weitermacht, gebe ich euch den guten Rat. Nummeriert gefälligst eure Knochen. Fünf Minuten, nachdem der Kerl da drüben baumelt, bringe ich eure kostbaren Knochengerüste so durcheinander, dass ihr sie kaum noch sortieren könnt. So, jetzt komm ran, du Fliege. Ihrer Art von Gerichtsbarkeit haben Sie heute bereits einen Menschen umgebracht, auch wenn er es selbst getan hat. Sie haben ihn dazu getrieben. Dieser Mann hätte vor die Richter gehört, die ihm das Gesetz zuweist. Dasselbe gilt auch für mich. Sie haben sich hier zu Richtern gemacht, aber Sie sind keine. Wollen Sie noch was sagen? Nein. Wir kommen zur Abstimmung. Ich frage die Versammlung, schuldig oder nicht schuldig? Wer für nicht schuldig stimmt, der hebt die Hand. Ich bin ja gleich fertig, Kinder. Nun beeilt euch wenigstens ein bisschen. Ich bitte um Ruhe. Also, wer ist denn für schuldig? Der Angeklagte ist schuldig. Strafmaß 50 Peitschenhiebe. Die Sitzung ist geschlossen. Ari. Wer übernimmt denn die Vollstreckung? Aber hört mal her, einer muss sich melden. Ich mache das nicht gerne, aber ich denke mir, Ordnung und Recht sind so wichtig, dass ich mich nicht davor drücken soll. Mhm. Los, kommen Sie mit. Damit brocken Sie sich ganz hübsch was ein, Mann. Das Ganze ist eine ungeheuerliche Rechtsbeugung. Wenn Sie mich anfassen, machen Sie sich strafbar. Eddie, mein Junge, wer sollte dich denn bestrafen? Sowas könnte nur ich tun. Sie kommen doch wirklich nicht schlecht weg. Ja, wissen Sie, wir sind doch hier wirklich keine Unmenschen. Die paar Peitschenhiebe, so meine Güte, gehen Sie schon. Ich kann immer wieder nur sagen, Leute, ich mach's nicht, weil ich's gerne mache, sondern weil ich die Ehrlichkeit liebe und der Meinung bin, dass die Ehrlichkeit innerhalb unserer Gemeinschaft geschützt werden muss. Jetzt hör auf! Jetzt ist genug. Niemand hat gesagt, dass du ihn umbringen sollst. Also, Sie kommen doch wirklich nicht schlecht dabei weg. Sehen Sie, was haben Sie davon? Jetzt wissen Sie Bescheid, was dabei rauskommt. Reden Sie bloß nicht so einen Quatsch. So einen gottverdammten Quatsch. Balance, Hüte, Krawatten, Schals. Die letzte Gelegenheit, sich für den Schildwurf einzumachen.
Es gab mehrere Möglichkeiten, zum Klondike zu kommen. Aber von allen Wegen zu den Goldgebieten trat auf den Pfad zum Schilkutpass das Schlechte im Menschen am meisten zutage. Keiner, der am Leben blieb, vergaß ihn. In den Herbstwochen 1897 allein waren es 3000 Packtiere, die zum Chilkoot zogen. Kaum eines sollte mit dem Leben davon kommen. Vor dem Chilkoot-Pass noch sollten ihre Kadaver haufenweise verwesen. Sie sollten in den reißenden Flüssen unter ihren Lasten ertrinken, in Schluchten stürzen und zerschmettern oder einfach vor Erschöpfung zusammenbrechen. Die Menschen würden sich nicht einmal die Mühe machen, sie zu erschießen. Sie würden ihnen nur die Packsättel und die Hufeisen abreißen und sie liegen lassen, wo sie hingestürzt sind. Das Klondike-Fieber hatte die Herzen der Menschen zu Stein werden lassen. Los, geh weiter! Dann teilten sich die Wege. Es gab zwar einen Pfad, der auch für die Pferde begehbar war, aber er bedeutete einen Umweg. Und die meisten hatten es eilig. Für die, die keinen Umweg machen wollten, ging es jetzt darum, Ausrüstung und Vorräte auf dem Rücken über den Chilkoot zu bringen. Das klang sehr einfach, aber das Verfahren war alles andere als einfach. Ein Mann schaffte im Durchschnitt 65 Pfund 8 Kilometer weit. Dann setzte er die Traglast ab und kehrte zurück, um eine neue zu holen. Damit fuhr er fort, bis sich die ganze Tonne Vorräte und Ausrüstung, die er im Allgemeinen mit sich führte, auf der anderen Seite des Passes befand. Solch ein Mann musste bei diesem Verfahren den Weg hin und zurück vielleicht 30 Mal machen. Die erste Strecke mit einem 50-Pfund-Sack kam Elam Harnisch leicht vor. Er nahm ein schwereres Bündel. Auch das ging gut. Übermütig bürdete er sich eine noch größere Last auf und das Martyrium begann. Nase schon voll? Oder soll ich Ihnen helfen? Mir kann keiner helfen. Ich komme keinen Schritt mehr von der Stelle. Sie wiegen mindestens 160 Pfund und haben keinen Gramm Fett am Leibe. 165. Waren Sie jemals krank? Ach, wo nie. Sie kommen nicht weiter, weil Sie nicht wollen. Sie haben Mitleid mit sich selbst. Das ist kein Land für Sie. Hier braucht man andere Leute. Die richtigen Knochen haben Sie, aber das Herz fehlt Ihnen. Gehen Sie nach Hause zu Ihren Töchtern. Zum Teufel, ich habe keine Töchter. Umso besser. Wenn Sie jetzt kehrt machen, können Sie in 3 Wochen wieder zu Hause sein. Schlagen Sie sich die Goldgräberei aus dem Kopf. Wenn ich Ihnen tragen helfen soll, das Kilo 60 Cent. So viel Geld gibt's gar nicht, wie ich finden müsste, um Ihre Transportpreise bezahlen zu können. Aber immerhin, besten Dank für Ihr Angebot. Sie klingen schon besser. Schon besser, verdammt nochmal.
Wenn je ein Mann ein Wrack war, so war er es. Aber am Ende der Woche hatte er wirklich seine 800 Pfund täglich weitergeschleppt. Nicht mehr und nicht weniger als die meisten. Den Alten. Karl ist verrückt. Total verrückt. Er wusste eigentlich nicht, wie es gekommen war, aber eines Abends hing der alte Mann plötzlich in seinem Kielwasser, ohne dass er ihn dazu aufgefordert hatte. Verdammter Dreck. Noch nie gehört, dass nasses Holz was taugt. Aber wo soll einer in dieser verdammt feuchten Welt auch trockenes Holz herkriegen? Wenn du mich mal ranlassen würdest, Junge. Aber herzlich gern. Ahnst ja gar nicht, wie gern, alter Mann. Hey, Moment mal. Ich baue die Mauer hin und der Kerl reißt sie wieder ein. Das Holz ist nur außen nass, braucht nur Luft, dann brennt es schon. Trocknet schnell von alleine. Was wir brauchen, ist weniger Qualm und mehr Feuer, egal ob mit oder ohne Mauer. Der Alte versteht sein Geschäft, was man von dir nicht gerade behaupten kann. Du bist heute dran mit Kochen. Ergebnis, das Feuer qualmt, die Grütze ist halb gar und angebrannt, der Speck verkohlt und der Kaffee... Den können wir wegschütten. Hier von der verdammten Kocherei. Und Elam hat auch nicht viel weg. Dabei gibt's nichts Einfacheres als die Zubereitung einer Mahlzeit, Jungs. Es gibt überhaupt nur ein einziges Rezept. Denn alles muss Salz rein. Nur in Tee und Marmelade nicht. Sagen Sie mal, wir schleppen uns ab und Sie? Sie spazieren durch die Gegend mit Ihrem kleinen Rucksäckchen. Haben Sie vielleicht Träger für Ihre Ausrüstung angestellt? Hab keine Ausrüstung. Ja, wo wollen Sie denn jetzt noch eine Ausrüstung herbekommen? Hab keinen Dollar. Könnte mir gar nichts beschaffen, Freundchen. Wurschtle mich durch, indem ich Anfängern wie Ihnen unter die Arme greife. Wissen Sie, vielleicht hat Ihre Tochter doch recht. Kann schon sein. Vielleicht bin ich ein alter Narr. Das ist für mich der beste Fraß seit San Francisco gewesen. Ja, na, ich möchte wetten, dass es auch in San Francisco nichts Besseres gibt. Aber vielleicht für so feine Pinkel wie dich. Ja, du hast dein Essen heute verdient, Alter. Das freut mich, Jungs. Das freut mich wirklich. Na, da will ich euch einen Vorschlag machen. Ihr könnt ihn annehmen oder nicht, aber hört ihn euch an. Ihr habt eilig, weiterzukommen, ehe alles zufriert. Die halbe Zeit, die ihr zum Tragen verwenden könntet, vergeudet einer von euch mit dem Kochen. Wenn ich das für euch besorge, werdet ihr schneller weiterkommen. Das Essen wird auch besser sein. Und ich selbst kann manchmal auch ein bisschen was tragen. Ein ganz kleines bisschen. Ein ganz, ganz kleines bisschen. Von mir aus ist die Sache in Ordnung. Ja, doch. Warten wir doch erst mal ab. Also, was wollen Sie von uns dafür? Ach, das überlasse ich Ihnen. Sie haben den Vorschlag gemacht, nun machen Sie ihn auch ganz. Wir kaufen nicht die Katze im Sack. Wir haben unsere Aufgaben verteilt, Alter. Ich bin Grubenarbeiter. Ich sorge für alles, was mit der Goldgräberei zu tun hat. Und Charlie, der ist unser Geschäftsmann. Da musst du dir schon tüchtig in die Hände spucken, Alter, wenn du Charlie übers Ohr hauen willst. Was, Charlie? Charlie ist unser Boss. Er führt die Kasse. Ist ja schon gut. Nun hör doch mal endlich auf mit deiner ewigen Quasselei. Also? Richtig ein Glück, so einen tüchtigen Mann für eine Expedition zu bekommen, muss ich schon sagen. Mehr als Glück. Ist auch ein Zufall gewesen. Wir drei hier, wir sind nicht zusammen losgezogen. Wir haben uns erst auf dem Dampfer getroffen in San Francisco. Da haben wir dann gleich die Gesellschaft gegründet. Wir sind wie Pech und Schwefel. Elam ist auch nicht schlecht. Wir sind alle drei prima Jungs. Also? Naja, die Sache ist so. Sie denken, dass wir sie den ganzen Winter über Dorf füttern sollen? Nein, mein Junge.
Tue ich nicht. Am Bennetsee zieht ihr mit dem Boot weiter. Eine Passage in eurem Boot zum Klondike wäre hoch anständig von euch. Sie haben keine Unze Proviant, Alter. Sie würden verhungern, wenn Sie hinkämen. Ach, ich bin 70 und bin bis jetzt noch nie verhungert. Wollen Sie eine Erklärung unterschreiben, dass Sie für sich selbst sorgen werden, sobald wir am Klondike sind? Gewiss, gewiss. Gut, in Ordnung. Da ist nur noch eins. Wir können Liverpool nicht übergehen. Er ist unser vierter Partner. Wir brauchen seine Zustimmung. Liverpool? Wer ist Liverpool, verdammt nochmal? Nun, lass mich doch erst mal. Er ist vor uns zum Bennetsee. Er ist Seemann, ehemaliger Maat. Deshalb ist er zuständig für alles, was mit der Bootsbauerei zusammenhängt. So viel Sonderkenntnisse. Ist ja richtig ein Glück, muss ich sagen. Jetzt mal stopp. Dass du uns hier plötzlich nachträglich einen neuen Partner servierst, das geht wirklich zu weit. Das finde ich ein starkes Stück. Ich möchte jetzt mal ein bisschen mehr über diesen Liverpool hören. Liverpool? Nie was von dem gehört. Wo hast du denn den aufgegabelt? Wir haben eine Gesellschaft gegründet. Gut. Wir sind Partner. Gut. Aber wer hat bisher das Denken besorgt? Ich reiß mich nicht danach. Willst du das vielleicht tun? Bitte. Apropos, ich sag ja gar nichts. Also, was willst du noch? Wenn es zu einer Abstimmung käme, dann wären Big Bill und ich für Liverpool. Zwei gegen eine Stimme, gegen deine. Das ist ja großartig. Ist ja schon gut, Jungs. Ich hab's von Kalifornien bis hierher geschafft. Und bin jetzt unterwegs zum Klondike. Und nichts kann mich aufhalten. Ich muss 300.000 aus dem Boden holen. Und nichts kann mich aufhalten, weil ich das Geld eben brauche. Ich will auf gut Glück mit euch kommen. Bis wir am Bennetsee diesen Liverpool fragen können. Wenn er auf meinen Vorschlag nicht eingeht, dann gebe ich's auf. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er Nein sagt. Dann wäre es zu spät für mich, noch vor dem Winter eine andere Möglichkeit zu finden. Und da ich sicher bin, noch vor dem Winter zum Klondike zu kommen, ist es einfach unmöglich, dass er Nein sagt. Also, was ist mit diesem Liverpool? Den gibt's natürlich gar nicht. Hättest du dir doch denken können, Elam. Bis zum Bennetsee? Das wird gerade noch gehen. Aber die ganze Strecke bis zum Klondike, die schafft der alte Kerl doch nie. Wir hätten ihn bloß am Hals. Es ist ein Glück für euch, dass ihr mit euren blöden Gefühlsduseleien jemanden habt, der für euch an die Zukunft denkt. Sonst würden wir alle verhungern. Ich sage euch, die Hungersnot steht vor der Tür. Noch bevor wir am Klondike sind, wird das Mehl 2,50 Dollar kosten oder auch 10. Niemand wird dann Mehl zu verkaufen haben. Denkt an meine Worte. Also. Was sagst du dazu, ne? Na, sag doch mal was. Vielleicht hat er recht. Vielleicht sind wir wirklich zu gefühlsduselig. Die Schneegrenze war überschritten. Das Schafcamp war die letzte Etappe vor dem entscheidenden Sprung über den Pass. Selten hielten sich hier weniger als 1500 Menschen auf. Hier konnte der Neuankömmling zum ersten Mal mit eigenen Augen sehen, was ihm noch bevorstand. Der Name des Passübergangs ist in die Geschichte der sinnlosen Massenwanderung zum Klondike eingegangen. Der Chilkoot. Er ist zum Sinnbild einer grandiosen und zugleich schrecklichen Eigenschaft des Menschen geworden. Zum Symbol seiner Fähigkeit, ohne Rücksicht auf die eigenen Qualen, aber auch ohne Rücksicht auf die Leiden der Mitkreatur, eine fast übermenschliche Willenskraft entwickeln zu können, sobald er ein Ziel vor Augen hat. Wie fragwürdig dieses Ziel auch sein mochte.
Vom ersten Morgengrauen bis zum späten Abend wurde die Reihe nicht einen Augenblick unterbrochen. Nervende, rhythmische Chilkoot-Koppelschritt war die totale Gleichschaltung der Individuen. Die Not des Einzelnen schien belanglos. Die Zielstrebigkeit, mit der diese Männer und Frauen immer wieder den Berg angingen, musste einen unbeteiligten Zuschauer in Erstaunen versetzen. Es war, als würden sie von unsichtbaren Fäden gezogen, von denen sie sich nicht befreien konnten. Es war fast so, als hätten sie Scheuklappen. Elam Harnisch hatte jede Zeitrechnung verloren. Wie viele Tage vergangen waren und wie oft er an dem Toten vorübergekommen war, wusste er nicht. Er wusste nicht einmal, dass es diesen Toten gab. Er war ein Teil der Kette geworden, deren Aufgabe einzig und allein darin bestand, sich ohne Aufenthalt weiterzubewegen und dabei Lasten zu befördern. Nachdem der Chilkoot überwunden war, breitete sich der Strom der Goldsucher fächerförmig in verschiedenen Richtungen aus. Das nächste Ziel der drei Partner war der Bennetsee. Keiner von ihnen konnte sich über die Arbeit des alten Mannes beklagen. Neben der Kocherei schleppte er noch manchen Packen. Mehr als 60 Pfund schaffte er allerdings nicht.
Einmal versuchte er es mit 75, fiel aber dabei um. Blöder Vorschlag. Ein alter Großvater von 70. Sieht doch jeder, dass er auf dem letzten Loch pfeift. Ein altes Wrack. Wenn je ein Mann seine Reise erarbeitet hat, dann ist es Tarwater. Reg dich nicht auf. Hat doch keinen Zweck, sich an einem Wrack festzuhaken. In seinem Alter hätte er zu Hause bleiben sollen. Bis zum Bennetsee füttern wir ihn noch durch, aber dann ist Schluss. Du willst den Alten wirklich abschieben? Die Reise ist hart, Elam. Nur Männer, die hart sind, kommen durch. Sagt, stimmt. Nur Männer, die hart sind, kommen durch. Dieser Junge ist gar nicht so übel. Bisschen zu sehr aufs Geschäft aus, aber aus dem richtigen Hals geschnitzt. Wenn ich ihm zeige, dass ich nicht auf dem letzten Loch pfeife, dann nimmt er mich auch in seinem Boot zum Klondike mit, wetten? 10 Tage später erreichten sie den Bennetsee. Wie er jetzt sein Liverpool los wird. Bis 40 Miles können Sie noch mit. Liverpool ist nach 40 Miles voraus. Hab's eben gehört, im Store. Ich danke Ihnen herzlich, mein Sohn. Ob Liverpool mir nun hier oder erst in 40 Miles ein Okay gibt, macht wirklich nicht viel aus. Hey, Jack! Ich komme nicht zurecht! Ich brauch dich! Der Charlie ist doch wirklich ein verdammtes Schlitzohr. Ich möchte bloß wissen, was der mit dem Alten vorhat. Was habe ich gesagt? Den Weg von hier bis zum Klondike habe ich schon geschafft. Ohne einen Finger krumm gemacht zu haben. Bis 40 Miles wäre ich jetzt schon. Dieser Liverpool ist wirklich ein Goldjunge. So ein richtiger braver Seebär, von Wind und Wetter gegerbt. Und mit Salzwasser gepökelt. Glaubst du, dass er ihn wirklich nach 40 Miles mitnimmt? Ich sage dir, das Ganze ist eine Schweinerei. Er muss ja die Drecksarbeit machen. Stinktier. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Du bist ein dreckiges Stinktier. Reg dich doch nicht immer gleich so. In den knappen nächtlichen Ruhestunden bemühte er sich unter Qualen, die anderen nicht zu wecken und auf sich aufmerksam zu machen. Denn er kannte die grausame Spielregel. Alles, was sich als krank, schwach oder zu alt erwies, musste untergehen. Er wollte nicht untergehen. Er wollte zum Klondike. Pro Tag setzten im Durchschnitt 23 offene Boote vom Strand in Richtung Norden ab. Teilweise waren die Fahrzeuge noch nicht ganz fertig und sanken, kaum dass sie vom Ufer abgekommen waren. Morgen sollte die Fahrt 500 Meilen über Seen, Stromschnellen und Wildwasser-Canyons beginnen. Was meint ihr, wie das morgen früher aussehen wird? Da müssen wir sehen, dass wir nicht hängen bleiben. Ich denke, wir ziehen um. Wir verlegen das Lager ans Ufer. Dann haben wir morgen früh gleich alle Klamotten bei der Hand und haben alles schnell verladen. Bei Gott, der ist aus dem richtigen Stoff gemacht. Gibt nicht mehr viele von dem Schlag. Schade, dass er nicht jünger ist. Also, wann schiebst du ihn ab, Clayton? Ich weiß nicht, was du willst. Wenn es dir nicht passt, kannst du ja aussteigen. Ach, meinetwegen, schlagt euch doch die Schädel ein. Ja, von mir aus kannst du ruhig aussteigen. Ich biete dir sogar $400 für deinen Platz im Boot. Ja, und an der nächsten Ecke verkaufst du ihn für 500.
Nein, unter 1000 würde hier nicht hergehen. Du hast ja keine Ahnung. Wie verrückt sind die Leute darauf, am Klondike zu verhungern oder an Skorbut zu krepieren. Dafür zahlen sie beinahe jeden Preis. Ich weiß, es klingt verrückt, es ist auch verrückt, aber es ist so. Elam, ich bin losgezogen zu diesem verdammten Klondike, weil ich zu was kommen will. Ich bin so wie alle hier. Und sind das alles krumme Hunde? Ich will dir mal was sagen. Tabor hat nicht das geringste Anrecht auf einen Platz in unserem Boot. Aber ich biete ihm dasselbe wie dir. Wenn er freiwillig aufgibt, $400 auf die Hand. Ach was, 500. Das ist immer noch ein Profit von 100%. Du hättest Transportunternehmer werden sollen. Genau das habe ich vor. Genau das. Er wollte noch einmal tüchtig auf die Pauke hauen, bevor es morgen früh losging. Aber die Sache bekam dann eine unerwartete Wendung. Sein jämmerlicher Abgang war eine Enttäuschung für die Zuschauer an der Theke. Sie hatten ein großartiges Spektakel erwartet und fühlten sich um ihr Vergnügen betrogen. Um nicht zu kurz zu kommen, nahmen sie die Angelegenheit selbst in die Hand. Eine Schlacht kam in Gang, in der jeder auf jeden losschlug, ohne dass einer etwas gegen den anderen gehabt hätte. Blitzschnell wurde ihm klar, dass er im nächsten Augenblick nur noch ein Ohr haben würde. Gleichzeitig schoss ihm der Gedanke heiß durch den Kopf, welch peinlich komischen Anblick er seinen Clubfreunden in San Francisco bieten würde, wenn er einohrig aus Alaska zurückkäme. Zu allem konnte er sich sagen, dass er den Goldgräber-Katechismus längst beherrschte, wie ein Sonntagsschüler seine 10 Gebote. Er konnte Lasten schleppen, sein Essen selbst kochen, seine Kleider selbst waschen und flicken, wie ein Galeerensklave schuften und Entbehrungen hinnehmen, ohne den Mut zu verlieren. Und jetzt wurde er sogar noch mit der eigenen Feigheit fertig. Konnte er überhaupt noch mehr erreichen? Mit einem Wort, er hatte das Leistungssoll seiner Ferienreise erfüllt. Sein Entschluss stand fest. Hey, stellt euch mal statt eurer Grütze da so ein dickes, blutiges, scharf gebratenes Steak vor. In Butter gebraten natürlich. Zwiebeln und fein geschnittenen Kartoffeln. Und dazu, na sagen wir mal, eine Flasche Porter und eine Flasche Ale in einem Zinnkrug zusammengemischt. Im Hintergrund, also natürlich müsst ihr euch dann noch ein Speisesaal denken mit roten Plüschmöbeln. Im Hintergrund, eine richtige Musik mit Schlagzeug und Blechinstrumenten. Und dann sowas Weiches, Duftiges in eurer Nähe mit dicken Beinen, doch nicht zu dick. Und stellt euch dann mal vor, der Busen etwa. So. Ist was mit dir los? Ich meine, hast du einen Sparren zu viel oder einen zu wenig? Und jetzt denkt euch mal, dass ich gar nicht mehr weit von all dem bin. Ich hab die Schnauze voll. Ich mach Schluss. Für einen, der nur mal einen Blick über den Chilkoot werfen wollte, bin ich sowieso schon viel zu weit geraten. Spätestens in 4 Wochen bin ich wieder in San Francisco. Und was dann kommt, könnt ihr euch ja lebhaft vorstellen. So, sag mal, und was kostet sowas? Der alte Mann wusste, dass seine Lage ohne Elam Harnisch noch schwieriger sein würde. Und Elam wusste das auch. Und gerade das beunruhigte ihn. Wenn er sich auch damit zu beschwichtigen versuchte, dass er ihm gegenüber keinerlei Verpflichtungen übernommen hatte. Der alte Mann gehörte nicht zu seinem Leistungssoll. Hören Sie, Vater, Sie haben freie Fahrt in unserem Boot. Und wenn Ihr Mann sich freie Fahrt verdient hat, dann sind Sie es. Aber Sie wissen selbst, dass Sie schon ziemlich bei Jahren sind und dass Sie mit Ihrer Gesundheit im Augenblick nicht prahlen können. Wenn Sie mit uns weiterziehen, dann setzen Sie so sicher wie die Hölle Ihrem Pelz zu. Ich will... Nein, lassen Sie mich ausreden. Ich biete Ihnen $700 für Ihren Platz im Boot. Stecken Sie das Geld in die Tasche. Ziehen Sie wieder nach Hause, solange der Chilkoot noch passierbar ist. Machen Sie es wie Elam. Zu Hause sind Sie besser aufgehoben. Was meinen Sie dazu? Gar nichts. Ich möchte Ihnen nur eins sagen. Ich bin 1849 mit einem Vierergespann Ochsen durch die Prärie gefahren.
Und ich habe nicht einen einzigen von denen verloren. Und jetzt bin ich unterwegs. Jetzt bin ich unterwegs zum Klondike. Nichts kann mich aufhalten. Nichts. Ich muss am Klondike 300.000 aus den Graswurzeln schütteln. Und weil es so ist, wäre es gegen alle Vernunft, wenn ich meine Reise verkaufen würde. Aber ich danke Ihnen, mein Sohn. Ich danke Ihnen herzlich. Bei Gott, Alter, Sie werden sicher hinkommen. Bestimmt werden Sie das. Sie sind vom alten Schlag, alter Mann. Und Sie wissen sicher auch, dass nur Männer, die hart sind, durchkommen. Das weiß ich, mein Sohn. Das weiß ich. Ich bekomme 1.000 von dir. Das ist der Platz wert, den ich frei mache. Reg dich doch nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Ich bekomme nur $1.000 von dir. Regst du? Elam Harnisch war den anderen noch behilflich, das Boot von der Uferböschung zu ziehen und ins tiefere Wasser zu schieben. Also langsam, das kommt gleich vorwärts. Ja, jetzt rein! Besser, Sie geben auf. Sie bleiben hier. Tut mir leid, Vater. Sie kommen nicht mit. Wenn ich hart zu Ihnen bin, dann macht mir das bestimmt keinen Spaß. Aber Sie wissen ja selbst, wie das ist. Sie hätten die 700 nehmen sollen. Jetzt ist es zu spät. Zuerst schicken wir dich zur Hölle, du stinkender, aasfressender Geier, du. Das alte Wrack zieht mit uns zum Yukon. Darauf kannst du dich verlassen, mein Junge. Hart? Ich will dir zeigen, was hart ist. Drück ruhig ab. Ich sehne mich direkt danach, dir den Schädel einzuschlagen, du kleiner beschissener Geschäftemacher. Na los, drück ab, damit wir mit dem Festessen gleich anfangen können. Ich gebe dir jetzt genau 30 Sekunden, um das Schießeisen wegzustecken und mit dem Rudern anzufangen. Wir treiben zum Ufer zurück. Elam Harnisch wollte eigentlich nach Süden. Und er verfluchte die Stunde, in der er zur Welt gekommen war, um auf ihr gegen seinen Willen Dinge zu tun, die jeder Vernunft widersprachen und die er eigentlich nicht tun wollte. Sie hatten den Yukon erreicht. Die Reise war in einer Hinsicht einfacher geworden. Vorwiegend trieben sie mit dem Strom. Und die Riemen dienten hauptsächlich dazu, das Boot nicht ins Trudeln kommen zu lassen. Elam Harnisch hatte dafür gesorgt, dass der alte Mann für den Rest der Reise am Feuer sitzen konnte. Aber eine andere Gefahr wuchs für den alten Tarwater heran, je näher sie Dawson City kamen, der Goldgräberstadt an der Mündung des Klondike, die ihr Ziel war. Hey, ihr da! Wenn einer von euch nicht genug Proviant hat, kann er ebenso gut gleich umkehren. 1.000 Pfund pro Kopf muss jeder in Dawson City vorweisen, sonst schicken sie ihn gleich weg. Wohin? Kann jeder halten, wie er will. Darüber machen Sie sich keine großen Gedanken. Dass wir Kinder haben, hat denen nichts ausgemacht. Wo wollt ihr jetzt hin? Irgendwo in den Wäldern überwintern, von der Jagd leben. Im Frühjahr wollen wir es nochmal versuchen. Vielleicht nehmen sie dich mit. Vielleicht sieht es im Frühjahr besser für dich aus. Wir gehen nach Dawson und der alte Mann kommt mit, verstanden? Danke. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne Sie anfangen würde. Als sie gegen Mittag des nächsten Tages einen steilen Felsvorsprung umruderten, bot sich ihnen ein überraschender Anblick. Dawson City. Na, was habe ich euch gesagt? Da wären wir. Na also, das hätten wir geschafft. Und er warf seine letzten 50 Cent ins Wasser. Nie wieder gebe ich mich mit solchem Kleingeld ab. Hier mündete der kleine Bach mit dem unaussprechlichen Namen Klondike in seinen großen Bruder Yukon. Hier, inmitten der überall noch herandrängenden Wildnis und tausende von Kilometern von jeder Zivilisation entfernt, war eine Goldgräberstadt im Entstehen. Dawson City. Alles erstklassige Ware! So wichtig ist es, dass wir
Machen Sie sich um Himmels Willen nichts vor. Viele denken, man braucht das Gold hier nur in einen Sack zu schippen und dann nach Hause zu tragen. Aber glauben Sie mir, die meisten kommen arm und gehen arm. 2000. Mhm. Hier, bitte. Würden Sie hier unterschreiben? Da wir im Augenblick noch das einzige Bankunternehmen in Dawson sind, darf ich doch gewiss damit rechnen, dass wir unser Kunde bleiben. Das war's wohl. Moment mal. Gewiss doch, ich habe hier noch was für Sie. Da war noch ein Telegramm. Ist auf ziemlich abenteuerliche Weise zu uns gekommen. Über Fort Yukon. Und von da mal den Postkanon. Ja, hier habe ich's. Sehen Sie, ich hab's doch gewusst. Danke. Der Inhalt war von einiger Tragweite, obwohl er recht einfach klang. Da sein Vermögen in spanischen Kolonialobligationen angelegt war und die Kurse infolge der drohenden Kriegsgefahr zwischen den Vereinigten Staaten und Spanien zusammengebrochen waren, befand er sich in der peinlichen Lage, in der sich die meisten Menschen häufig befinden. Zum ersten Mal in seinem Leben musste er sich die Frage stellen, wie es weitergehen sollte, wenn das Geld in seiner Tasche zu Ende war. Das Einzige, was ihm zu seiner neuen Lage einfiel, war, dass er, seitdem er von San Francisco aufgebrochen war, zwar ein wenig älter geworden war, aber überhaupt nicht klüger. Ich bin fraglos ein verrückter Narr, sagte er sich, dass ich überhaupt in diesem erbärmlichen Land und in dieser erbärmlichen Stadt bin. Aber mein Trost ist, dass ich hier Hunderte von Narren sehe, denen es ebenso geht wie mir. Haben die was ausgefressen? Sie sind wohl noch neu hier bei uns. Verdammt neu. Ich komme mir sogar wie neu geboren vor seit einer Viertelstunde. Ja, dann passen Sie gut auf, falls Sie unter dem Limit sind. Alles, was nicht genug Proviant hat, wird abgeschoben. Die hat man erwischt, jetzt werden sie flussabwärts gescheucht nach Fort Yukon. Aber ich glaube nicht, dass einer von denen Fort Yukon erreichen wird. In spätestens 3-4 Wochen bekommen wir den ersten Frost. Der Fluss friert über Nacht zu und die ganze Fuhre bleibt im Eis stecken. Mit einem Wort, unser Sicherheitsausschuss hat die armen Schweine dazu verurteilt, in der Wildnis zu krepieren. Dawson ist die freieste Stadt der Welt. Hier kann jeder tun und lassen, was er will, vorausgesetzt, dass er genug Proviant hat. Hier haben wir das einzige Hospital und die einzige Kirche von Dawson. Wenn Sie mal Bedarf haben, fragen Sie nur nach Pater Judge. Der alte Vater? Na weg. Wollte nicht abwarten, bis sie ihn einkassieren. Und du hast ihn einfach weggelassen? Nicht einfach. Hab ihm das Boot verkauft. Gewehr, Munition und ein bisschen Ausrüstung. Verkauft? Womit hat er denn bezahlt, wenn ich fragen darf? Na, womit denn? Ein Schuldschein natürlich. Mieser, beschissener Geschäftemacher. Wenn du jedem gleich in die Schnauze schlägst, weil er Geschäfte macht, sieh dich doch mal um. Was meinst du, was die Leute hier wollen? Vielleicht Kirchen bauen? Du hast den Alten in die Wildnis geschickt. Einen hilflosen alten Mann. Ach du liebe Zeit. Hilflos. Hier. Yeah. So sehen die Schuldscheine von deinem hilflosen alten Mann aus. Es war ein Schuldschein über 1000 Dollar. Einzulösen, wenn ich, John Tarwater, mein Gold aus den Graswurzeln geschüttelt habe. Kannst du mir vielleicht sagen, wie man es macht, einen verrückten alten Mann davon zurückzuhalten, in seinen eigenen Sarg zu klettern? Du hast ihm ja selbst geholfen, sich im Sarg klettern zu üben. Zurückhalten konnte ich ihn nicht. Ich konnte ihn nur ein bisschen besser ausrüsten. Das Letzte, was sie von ihm hörten, war der Bericht von zwei Männern, die ihm weit ab von Yukon und Klondike in den Kiwedin-Bergen begegnet waren. Charles Clayton hatte es nicht nötig, Gold zu graben. Die Goldgräber trugen ihr Gold in sein Tivoli. Big Bill war als Barmann bei ihm untergekrochen. Der
Einzige, der es eigentlich zu nichts gebracht hatte, war Elam Harnisch. So sage ich euch, Leute, dass die verdammten vier Könige von Jack Kern meine ganzen Pläne umgeworfen haben. Ich bin so arm wie eine Kirchenmaus und muss nun wieder eure Post nach Daya bringen, um mir ein paar Dollar zu verdienen. Vielleicht willst du abhauen nach Hause, zurück nach Frisco. Gibt ein paar, die das behaupten. Ja, selbstverständlich gehe ich nach Frisco. Eines Tages gehe ich nach Frisco. Aber ich hau erst ab, wenn ich die Taschen vollgestopft habe. Erstmal mache ich mir ein Vermögen. Und das sage ich euch, Leute. Es muss ein mächtiges Vermögen sein. Elam, ne? Was ist ein... Was ist ein Vermögen? Ja, wie viel? Was nennst du denn ein Vermögen? Vier oder fünf Millionen. Also gut, na schön, ich will ganz vernünftig und bescheiden sein und sagen, mindestens eine Million. Aber das ist für mich auch das Wenigste. Sonst gehe ich nicht aus dem Land. Wo suchst du denn dein Gold? Wo? Überall, Leute. Ich sage euch, das Gold liegt da und wartet nur, dass ihr es holt. Nicht nur hier am Klondike, überall in der Gegend. Am Indian River, am Stewart River, überall. Wenn ich zurückkomme mit der Post aus Daya, dann ziehe ich los und zwar so schnell, dass ihr dann vor Rauch meine Fährte nicht mehr sehen könnt. Jungs, Gold von den Graswurzeln abwärts. In jeder Pfanne $100. In jeder Pfanne. So, Leute. Und darauf trinken wir jetzt ein. Prost, Elam. Zuletzt hatte John Tabor dann noch 9 Patronen besessen, aber 4 davon hatte er inzwischen vergeudet. Er hatte 4-mal auf Kaninchen geschossen, aber nur 1-mal getroffen. Das war vor 10 Tagen. Seitdem hatte er nicht einmal mehr ein Kaninchen gesehen. Eine Brühe aus Leder würde immerhin die Illusion erwecken, etwas im Magen zu haben. Die Tannenspitzen, die er hinzufügte, hatten dagegen einen tatsächlichen Wert. Sie halfen gegen Skorbut. Seit Tagen beobachtete er den Winterpfad, der unterhalb des Hanges vorbeilief. Auf der einen Seite ging es nach Dawson, auf der anderen nach Tagish. Dort unten kamen gelegentlich Schlitten vorbei. Sie beförderten Lebensmittel. Und Essen bedeutete für Tarwater Leben. In seiner wirren Fantasie war der Schlitten, auf den er wartete, mit seinem Leben beladen. Dieser Gedanke war allmählich zur Besessenheit geworden. Er begann, sich für den alleinberechtigten, aber bestohlenen Besitzer dieser Schlittenladung zu halten. Es war nur ein Indianer mit leichtem Gepäck und ohne Schlitten. Aber er, John William Tarwater, hatte Anrecht auf eine Schlittenladung. Eine volle Schlittenladung. Nicht mehr und nicht weniger. So oft er sie auch zählte, es wurden nicht mehr, es blieben 5. An diesem Tage geschah nichts mehr. Endlich hatte er den Weg aus dem Chaos seines Geschicks gefunden. Unter der Last seiner 70 Jahre in der ungeheuren, schweigenden Einsamkeit des Nordens verdämmerte er an jenem Schlaf, dem der Tod folgt. Nur ein Anstoß von außen konnte ihn noch aus dem Schattenreich des Unbewussten zurückholen. Und er kam, dieser Anstoß von außen. Mit einem Mal merkte er, dass es Tag war und zugleich, dass das Geräusch von Schellen eines Leithundes stammte. Ein Hundegespann fuhr vorbei.
Er hatte dieses Stückchen Leben verpasst. Dabei wimmelte es an diesem Morgen sogar von Leben. Allerdings einem Leben, mit dem er nichts anfangen konnte. Eine Abteilung der Nordwestpolizei kam vorbei. Die Männer hatten keine Ahnung, dass dort oben in seinem Versteck der Tod in der Gestalt eines sterbenden alten Mannes auf die Vorüberziehenden lauerte. Was ist denn das? Gewitter? Nein. Kein Gewitter. In den Felsspalten das Eis. Das sprengt die Felsen, wenn es sich ausdehnt. Ja. Los, machen wir, dass wir weiterkommen. Du gehst nach hinten. Ja, in Ordnung. Nachdem sein letztes Geld aufgebraucht war, fand Elam Harnisch mit Leichtigkeit sein Auskommen als Postbeförderer der ACC. Keine große Sache, aber eine, die ihren Mann ernährte. In einem Land, in das die Leute zum Gold suchen und reich werden kamen, waren kaum Hände für die Alltagsarbeit zu finden. Sie hatten eine Strecke von mehr als 1000 Meilen hinter sich gebracht und hofften spätestens gegen Abend in Dawson City zurück zu sein. Du hältst die Hunde fest. Ich richte den Schlitten auf. Ja, ja. Thank you.
Er hatte seine letzte Patrone verschossen und er hatte sein Leben zurückgewonnen. Plötzlich erkannte er, dass er sich wie ein Narr benahm. Es fiel ihm jetzt auch ein, was er tun musste. Nämlich zum Lagerplatz gehen, das Beil holen, zurückkehren und den Bestien den Schädel einschlagen. Als er neben seinem Feuer hockte, vergaß er, dass er eigentlich das Beil holen wollte. Er dachte, das Leben sei furchtbar und grausam, aber er sitze ja eigentlich ganz bequem hier. Dann merkte er noch, dass er schläfrig wurde und machte die Augen zu. Écoutez l'histoire du dangereux Dan McCrew et de son grand amour, la Lady Lou. Elle chante et danse sans s'arrêter toute la nuit. Et elle était la plus jolie, la plus charmante de toutes les filles. Elle était dans ce saloon toujours le clou. Le pianiste joue une ragtime mélodie. La lumière s'éteint, on entend un coup de fusil. Et Lady Lou s'écrie à mort. Et tout à coup c'est comme l'enfer. La lumière revient, mais Crew se trouve par terre. Et l'étranger sans peur embrasse Lady Lou. Il reste près d'elle, elle prend l'argent. C'est le sort de tous les amants. Écoutez l'histoire du dangereux Dan McCrew et de son grand amour, la Lady Lou. Elle chante et danse sans s'arrêter toute la nuit. Et elle était la plus jolie, la plus charmante de toutes les filles. Elle était dans ce saloon toujours le clou. Es war kein greifbarer Anlass, sondern mehr ein unbestimmtes Gefühl, das Elam Harnisch veranlasste, kurz nach Silvester mit einem kleinen Schlittengespann von 4 Hunden und ohne Begleitung zu jener Stelle an dem Pfad nach Tagish zu fahren. Die Kälte der letzten Wochen hatte größere Schneefälle verhindert, sodass sich ihm alles gänzlich unverändert bot. Hallo Herr,
Holz hat sich eben von mir zu einer guten Tat überreden lassen. Stellen Sie sich vor, er hat eben ein Bett gestiftet für unser Hospital. Aber er war einfach nicht dazu zu bringen, noch eine Sitzbank für die Kirche zuzulegen. 5 Bänke wären sowieso schon reichlich, meint er. Naja, da ist manches dran. Die Drängelei in meiner Kirche ist bei weitem nicht so stark wie da draußen. Wie die da an diesem jämmerlichen Lachsbach. Ich frage mich immer, woran das wohl liegt. Vater, vielleicht sehen Sie sich das mal an. Woher hast du das? Sowas habe ich noch niemals gesehen. Das kommt weder vom Millerbach noch von Davis, noch oben vom Gletscher. Hier vom Klondike schon gar nicht. Naja, spezifisches Gewicht ziemlich hoch, von auffallend reiner Beschaffenheit. Wie kommst du an das Zeug? Du warst doch gar nicht weg. Heller, feiner Sand. Er sieht aus wie gebleicht. Haben Sie schon mal was von der weißen Rinne gehört? Ja. Na, dann wissen Sie ja Bescheid. Nach Beschaffenheit, Korngröße und Farbe ist dieses Gold jedenfalls anders als alles Gold, das bisher im Yukon-Gebiet gefunden worden ist. Wieso stellst du dich eigentlich so an? Meinst du, ich will dir deinen Fund wegschnappen? Oder der Pater? Ich weiß nicht, woher Sie das haben. Aber Sie müssen schon damit rechnen, dass man Ihnen diese Frage stellen wird. Wenn Sie das da draußen den Männern zeigen, werden die verrückt spielen. Und Sie meinen, dass diese weiße Rinne wirklich existiert? Vielleicht ist es eine fixe Idee, aber sie ist geologisch denkbar. Durchaus denkbar, dass es mal Bäche mit besonders goldhaltigem Sand gab, die ausgetrocknet sind und irgendwann in der Vorzeit unter dem Boden verschwunden sind. Denkbar ist das schon. Man ist doch schon auf derartige verschwundene Bäche gestoßen. Alle führten den gleichen auffallend weißen Sand. Aber kein Gramm Gold. Stimmt, aber das Übel bei solchen Sachen ist die Erwartung. Die Erwartung. Die Erwartung macht aus einer Sache oft mehr, als dahinter steckt. Gute Nacht. Ich bin nun seit 12 Jahren in Alaska. Seit 12 Jahren. Und so lange renne ich mit meinen Kirchenbänken und Krankenbetten hinter Männern her, die zu viel erwarten. Ein Jahr ist es her, da war ich in Circle City. Heute ist es eine tote Stadt. Seit es Dawson City gibt und den Klondike. Ein armseliger kleiner Bach, an dem die Indianer ihre Lachse gefangen haben, hat einfach eine ganze Stadt umgebracht. Und eine neue gebaut, Pater. Diese hier. Was meinen Sie, was hier noch los sein wird? Wenn einer wirklich mal irgendwo in Alaska die weiße Rinne entdeckt. Was meinen Sie, was dann los ist mit Ihrem Dawson City und mit Ihrem Tivoli? Na bitte, sehen Sie, Sie erwarten auch zu viel von Ihrem Tivoli. Charles, nehmen Sie es mir bitte nicht übel, wenn ich Ihnen sage, dass Sie auch von mir zu viel erwarten. Ihre gelegentlichen Gästen der Nächstenliebe bewirken nur eins, meine Dankbarkeit. Natürlich bin ich froh, wenn ich einem der armen Kerle, die man vor meine Tür legt, ein Bett geben kann, um ihn zu pflegen. Aber meinen Sie wirklich, dass ich, der kleine, armselige Pater George Washington Judge? Ja, so heiße ich wahrhaftig. Ich habe den großsprecherischen Vornamen George Washington mitbekommen. Charles, meinen Sie wirklich, dass der kleine Pater George Washington Judge Sie freisprechen kann von was auch immer? Sie erwarten zu viel für Ihre Spenden. Aber Sie erwarten auch zu viel, Pater. Sie erwarten, dass Ihre Worte irgendetwas bewirken. Was auch immer Sie bewirken sollen, Pater. Ja, stimmt, Sie haben recht, Elam. Und ich will Sie auch nicht entmutigen, Charles. Wirklich nicht. Im Bett zu sterben ist besser als auf dem Fußboden. Gute Nacht. Und jetzt verdammt nochmal, sag mir, woher hast du das Zeug? Von Vater John. Von John? John Tarwater? Aber mach dir keine Gedanken. So leicht wird von John Tarwater niemand erfahren, wo er dieses Gold gefunden hat. Er ist nicht im Bett gestorben.